gucken wir in Tarikh al-Muluk li al-Tabari, Tarikh al-Tabari, in Tarikh al-Tabari. Da lesen wir im Band 2 über das Geschehen folgendes. Die Seite 339 über das Jahr 11. Tarikh al-Tabari sagt zu uns, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرحبيل ذاك سألت ابن عباس أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت فكيف كان ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gesagt ابعثوا إلى علي ruft علي jetzt kommt فادعوه das heißt nicht das was da drin steht nicht ruf Abu Bakr er sagt ادعوا علي فادعوا علي ruft علي فادعوه فقالت عائشة عائشة sagt, wieso rufst du nicht Abu Bakr? قالت عائشة لو بعثت إلى أبي بكر وقالت حفصة لو بعثت إلى عمر und حفصة sagt, ruf عمر فاجتمعوا عنده und sie haben sich dort gesammelt bei ihm جميعا alle فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا geht weg von mir sagte zu denen انصرفوا فان تكن لي حاجة ابعث اليكم فانصرفوا wenn ich euch brauche rufe ich euch geh weg وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة قيل في auf jeden Fall hier steht auch dass angeblich gesagt wurde dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hätte lass Abu Bakr das Gemeinschaftsgebiet verrichten aber auf jeden Fall was wir bemerken müssen hier der Prophet ruft nach Ali عليه السلام und Aisha bittet ihr Vater an und Hafsa bittet ihr Vater an. Und der Prophet sagt, ich brauche euch nicht. Das heißt, sie haben ihn gezwungen. Er wollte nicht. Der wollte nicht. Der hat das nicht gesagt. Sie haben ihn gezwungen. Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde gezwungen. Sallallahu alaihi wasallam. Hier lesen wir in Sahih al-Bukhari. Also müssen wir die Punkte merken, wie gesagt, damit wir die Wahrheit erreichen können. Sahih al-Bukhari, al-Mujallad al-Thani, zweiten Mujallad, 4 bis 6. Also, das ist Band 6. Über das gleiche Thema, Aisha redet hier, über das gleiche Thema, über Aisha, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die sagte, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wieder krank oder sehr krank war, also nochmal die gleiche Geschichte, hat er darum gefragt, ob er bei mir zu Hause bleiben kann. Und dann haben die Frauen das erlaubt. So, dann ging er raus und seine Füße konnten nicht auf die Erde stabil bleiben. Das heißt, er konnte nicht gut laufen. So, bayna Abbas ibn Abd al-Muttalib und bayna Rajulin Acher. Sie redet, dass er, sie nennt hier zwei Personen, worauf sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehnte. Sie sagte, einmal Abbas ibn Abd al-Muttalib und ein anderer Mann. So. Müssen wir merken, warum hat sie gesagt, hier ein anderer Mann? Wer ist dieser andere Mann? Qala abayt so, also auf jeden Fall die Geschichte weiter. Faqala li Abdullah ibn Abbas. Hier aber Abdullah ibn Abbas verrät sie. In die gleiche Seite, ne? Sahih al-Bukhari. Hal tadri man ar-rajul? Al-Akhar, weißt du, wer der zweite Mann ist? Al-Ladhi lam tusammi Aisha, die ihn nicht genannt hat. Qala qultu la, habe ich nein gesagt, weiß ich nicht. Qala ibn Abbas, huwa Ali. Huwa Ali. Hier kommt die Verfälschung von Dings, jetzt weiter. Also das ist Ali. Warum konnte sie ihn nicht erwähnen? Warum hat sie ihn nicht erwähnt? Hier steht nichts von. Ne? Aber hier, wa kanat Aisha, Zawjul Nabi sallallahu alaihi wasallam, erzählen sie mal ganz was anderes. Abgelenkt vom Thema. Wir brauchen jetzt wissen, warum hat sie ihn nicht erwähnt? Was er hier verschwiegen hat, hat Ibn Jarir al-Tabari nicht verschwiegen. Tarikh al-Tabari, er erzählt uns, warum sie Ali nicht erwähnt hat. Im Band 2 wieder, Seite 333,
Er sagt, ورجل آخر تخط قدماه الأرض. Hier nochmal der gleiche Hadith. Sagt Ibn Abbas, فقال هل تدري من الرجل؟ Weißt du, wer dieser Mann, den sie nicht genannt hat? Sagt nein. قال علي بن أبي طالب. Aber كانت لا تقدر. Sie konnte das nicht ab, ihn was Gutes zu gönnen. Sie konnte das nicht ab, ihn was Gutes zu gönnen, zu Ali a.s. Sie kann das nicht gönnen. Deswegen konnte sie ihn auch nicht erwähnen. Das heißt, sie hat gemerkt, da ist eine Konkurrenz zu Hause. Ich will, dass mein Vater die Führung übernimmt. Was macht Ali a.s. dort? Ali trägt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, obwohl dass er krank war, und stellte ihn vor Abu Bakr. ولكنها كانت لا تقدر أن تذكره بأن تذكره بخير وهي لا تستطيع. Sie konnte nicht. Sie konnte ihn nicht, also in guten erwähnen. Sie konnte ihn nicht in guten erwähnen. Das heißt, was, wenn irgendwas Gutes, was Ali a.s. angeht, hat sie nicht erwähnt.